Opel wird elektrisch. Das ist die Hauptbotschaft auf der Internationalen Automobilausstellung 2019 in Frankfurt. Opel-Chef Lo Scheller und Liverpool-Coach Klopp präsentieren gemeinsam die 5 Opel-Weltpremieren der diesjährigen IAA. Ja, wir haben 5 Weltpremieren hier auf der IAA und das Motto für Opel ist, Opel wird elektrisch. Und Elektromobilität steht wirklich im Zentrum der Weltpremieren. Wir haben auf der einen Seite den Corsa E, rein elektrischen Corsa, als 6. Generation. Wir haben einen ersten Plug-in-Hybrid, den Grandland X. Und wir zeigen auch ein elektrisches Rallye-Fahrzeug. Damit sind wir der erste Hersteller weltweit, der das auch für den Kundensport entwickelt hat. Des Weiteren zeigen wir den neuen Astra und den Corsa, den neuen Corsa als 6. Generation, auch als Verbrenner und Diesel. Denn der Corsa ist auf der einen Seite rein elektrisch zu haben, aber wenn es die Kunden wünschen, auch als Benziner oder Diesel. Die neue und 6. Generation des Opel Corsa bietet mehrere zeitgemäße Antriebsstränge und feiert auf der 68. IAA in Frankfurt am Main ihre Weltpremiere. Zum Start des neuen 4,6 Meter langen Fünftürers von Opel stehen besonders wirtschaftliche Benzin- und Dieselaggregate in Leistungsstufen von 75 PS bis 130 PS sowie ein batteriegetriebener, also elektrischer Corsa E zur Verfügung. Was alle Antriebsoptionen laut Opel verbindet, soll der Fahrspaß bei kleinem Spritdurst sein. Erstmals bietet Opel mit der komplett neuen 6. Corsa-Generation eine rein batterieelektrische Variante mit 136 PS Leistung und einer Reichweite von bis zu 330 Kilometern an. Er startet bereits ab 29.900 Euro. Dabei bietet der Corsa E bereits in der Ausstattung Selection eine Klimaautomatik mit Fernsteuerung, elektrische Parkbremse, das schlüssellose Startsystem sowie das Apple CarPlay und Android Auto und. Die nächsthöhere Ausstattung, Edition, kostet inklusive dreiphasigem Onboard-Charger ab 30.650 Euro. Der Corsa spielt eine ganz entscheidende Rolle. Er ist das volumenstärkste Fahrzeug von Opel. Und genau hier setzen wir an beim Thema Elektromobilität. Er hat eine Reichweite rein elektrisch von 330 Kilometer, lässt sich zu 80% in nur 30 Minuten aufladen und kommt gut ausgestattet mit einem Einstiegspreis von unter 30.000 Euro. Dann kommt natürlich noch die staatliche Unterstützung dazu in den einzelnen Ländern. Und wir denken, dass das ein sehr, sehr attraktives Angebot ist. Insbesondere auf dem Hintergrund, dass die monatlichen Unterhaltskosten bei Elektrofahrzeugen auch deutlich geringer sind. Und damit wollen wir von Opel Elektromobilität für viele anbieten. Wir setzen auf unsere Multi-Energy-Plattform. Das heißt, jedes Fahrzeug hat die Möglichkeit eines elektrifizierten Ansatzes oder Diesel und Benziner. Und damit sind wir sehr flexibel aufgestellt, denn letztendlich wird der Kunde entscheiden und es ist schwer zu prognostizieren, wie schnell die Elektromobilität anläuft, hochläuft. Und wir denken, dass wir damit sehr, sehr gut aufgestellt sind. Gleichzeitig elektrifizieren wir das ganze Portfolio. Das heißt, wenn die Kunden es möchten, können sie alle Fahrzeuge von Opel im Jahr 2024 elektrisch haben. Einen weiteren Schritt dorthin macht Opel auf der IAA ebenfalls mit der neuen allradgetriebenen Plug-in-Hybrid-Variante des Grandland X, die sich auch an der Steckdose leicht laden lässt, wie der Champions-League-Sieger und Top-Trainer Jürgen Klopp eindrucksvoll beweist. Der sportlich elegante Grandland X Hybrid 4 führt künftig das Opel SUV-Portfolio aus Grandland X, Crossland X und Mokka X an. Der Grandland X Hybrid 4 kommt auf Wunsch unverwechselbar mit einer schwarzen Motorhaube sowie speziellen Leichtmetallrädern in Bicolor-Optik. Eine Sensation hat Opel ebenfalls im Gepäck. Als erster Hersteller weltweit bietet Opel einen batterieelektrischen Rallye-Wagen für den Kundensport an. Der E-Renner feiert auf der 68. Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt seine Weltpremiere und basiert auf dem schon bestellbaren Opel Corsa E. Wir gehen davon aus, dass mit diesen attraktiven Angeboten die Elektromobilität deutlich steigern wird. Wie stark das anläuft, wird letztendlich der Kunde entscheiden, aber wir sind sehr, sehr gut vorbereitet. Unser Ansatz ist, dass wir in die Volumensegmente mit der Elektromobilität einsteigen und nicht Elektromobilität als Feigenblatt in der Nische zu sehr, sehr hohen Preisen haben. Wir wollen Elektromobilität für alle zugänglich machen. Dass dies noch eine Zeit brauchen wird, macht der neue Opel Astra deutlich. In 2 Jahren kommt der neue. Nun ist der Astra aber noch einmal überarbeitet worden.
Dieser ist bereits jetzt als fünftürige Limousine und Sportstourer bestellbar. Der neue ist laut Hersteller der effizienteste Astra der bisherigen Historie, mit bis zu 21% weniger CO2-Ausstoß als das Vorgängermodell. 5 der insgesamt 7 angebotenen Antriebskombinationen unterbieten sogar die magische 100-Gramm-Marke beim CO2-Ausstoß je gefahrenen Kilometer. Opel ist also für die Zukunft gut aufgestellt und kann mit neuer Technologie überzeugen. Dass dies nicht ganz so neu ist, zeigt die Elektrohistorie beim GT von 1971 und der sportliche Corsa GT von 1987.